Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Foundation. Ihr seht es vielleicht schon, was ist denn da passiert? 1.6.5.0611 oder 0611, was auch immer. Die Bildnummer. Ja, Zackendorf und so, ne? Ja, toll. Folgendes ist passiert. Ich habe, wie versprochen, offscreen eifrig weitergespielt, um Zackendorf zu retten. Wir hatten ja da diesen kleinen Einbruch in Bezug der Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit Leuten, eigentlich so mit allem, so ein bisschen. Und wie gesagt, habe ich mich dann offscreen darum bemüht, das wieder gerade zu bügeln, um halt dann im Let's Play selber mich auf die Sachen dann konzentrieren zu können, die für euch dann vielleicht etwas interessanter sind, ne? Also so Neuerungen, also was heißt Neuerungen, also ne? Die Neuerungen, die zur Version 1.5. irgendwas gehören, von denen wir ja, die ich ja schon das ein oder andere angesprochen hatte, wo wir ja auch schon das ein oder andere sehen konnten und im Laufe des Spiels halt. Und da wollte ich ganz normal weitermachen. Wir hätten jetzt beispielsweise noch ein Kloster bauen können und so weiter und so fort und zig andere Dinge, die halt noch gar nicht angegangen wurden von mir halt während des Spiels. Und ja, wie gesagt, das hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe Zackendorf retten können. Ich war wieder bei einer Zufriedenheit von 90, teilweise sogar über 90% in der Bevölkerung angekommen. Die Nahrungsversorgung stand und so weiter und so fort. Klar, an der einen oder anderen Stelle musste ich noch so ein bisschen oder hätte ich noch ein bisschen feilen müssen. Das wäre jetzt aber nicht so das große Problem gewesen. Das gehört halt zum Spiel, zu so einem Spiel dieser Art, dann halt ja auch dazu. Und alles easy peasy. So. Ich will heute mit meiner, mit meiner Aufnahme beginnen, das Let's Play ganz normal starten und ihr schmiert regelmäßig nach kürzester Zeit Foundation ab. Ich weiß nicht warum, ich habe nichts in meinem System verändert. Ich habe, wie gesagt, die letzte Aufnahme war der 11. Da, genau, da hatte ich da die letzte, also der 11.6. Da bin ich dann halt raus und hatte dann den Stand, wo ich dann, von dem ich jetzt gerade noch erzählt habe, von wegen, da könnte man jetzt wieder neu einsteigen bzw. weitermachen. Und bis dahin hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was und so weiter. Ich richte mein System hier zur Aufnahme ein, wie immer. Und ja, nichts geht mehr. Irgendwie sobald, also Folgendes war halt, sobald ich die Kamera bewegt habe oder genauer genommen rotieren und zoomen funktionierte, aber sobald ich mit der WASD-Steuerung diese Kamerafahrt versucht habe, ist das Spiel abgestürzt. War auf einmal nichts mehr, wollte nicht mehr und das halt mehrmals hintereinander, ohne dass ich da irgendwie das nachvollziehen konnte, ja warum denn jetzt auf einmal, vor ein paar Tagen geht's noch und jetzt ist auf einmal nichts mehr. Ja, ich habe es dann versucht mit einer vorhergehenden Version, die angeboten wird, wenn irgendwelche Probleme bestehen. Das ist dann die 1.4 irgendwas. Die verträgt sich aber nicht mit den Spielständen von der 1.5er Version. Das gleiche Problem haben wir übrigens hier, um gleich mal schon mal den Zahn zu ziehen. Also wir können mit den gespeicherten Spielständen, die ja nach wie vor existieren, hier Zackendorf erholt sich. Das ist der letzte, genau hier, 11.6., ne, das ist hier, das war der letzte Speicherstand. Da können wir nicht mitarbeiten. Weder in der 1.4-Version noch mit der 1.6-Version, die kommt halt auch nicht damit klar. Klar, es hat jetzt bei der 1.6 natürlich so viele Veränderungen gegeben, dass das nicht funktionieren kann. Logisch, ne? Und gut. Das heißt, wir müssen mit einem neuen Spiel beginnen. Ja, und wir haben hier auch, weil es halt, das ist halt eine Preview, eine Beta-Preview, da haben wir nur das Tal als Karte. Wir könnten eventuell irgendwelche Mods da hinzufügen. Will ich aber gar nicht, weil, wie gesagt, ich will das Spiel ja erstmal so spielen, wie es vom den Entwicklern selber pur sozusagen vorgesehen ist. Ich muss so ganz kurz gucken. Was hat mit der Kamera? Was mit dem Mikro und mit der Kamera? Ich bin ein bisschen durch. So, ich mache hier Spiel starten. Hilft ja nichts. Ja, deswegen, weil es halt so ist, wie es halt ist, habe ich mich dazu entschlossen, gut, wenn ich das mit der 1.5-Version aus irgendwelchen Gründen zumindest im Augenblick nicht geht, dann machen wir halt diesen kleinen Exkurs Richtung 1.6. Ja, das kennen wir ja alle schon.
Und ja, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ne? Also wie gesagt, diese Sachen hier, das hat auch in der 1.5er wunderbar funktioniert. Und wenn ich jetzt diesen hier mache, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier bis jetzt noch. Aber hier steht ja auch noch nichts. Ne? Wir haben weder haben wir hier irgendwie Leute, noch haben wir hier irgendwie Gebäude und dergleichen. Wie gesagt, ich stehe da vor dem Rätsel. Ja, wie man hier sieht, hier sieht schon einiges anders aus. Ne? Ich gehe mal kurz hier auf Pause. Erstmal hier eine ganz klare, ne? Preview Build. Ne? Also Alpha in der Alpha, so viel. Die Alpha 1.6.5 0611 ist jetzt hier im Augenblick am Start. Das ist die aktuellste Version natürlich aus dieser Preview. Und hier sehen schon ganz Sachen schon ganz anders aus. Wir haben hier auf einmal verschiedene Dinge, die man anklicken kann. Verschiedene Icons. Hier haben wir Aktionen, Aufträge, Protokoll, Warnungen und System. Okay, das ist ja hier bekannt. Das kennen wir ja noch. Hier sind die Sachen natürlich auch soweit bekannt. Handel, klar, ne, Haushalt, Territorium, Militärverwaltung, Stände. Das ist jetzt auch übersetzt. Wir erinnern uns an der 1.5. Schlag mich tot. Ja, da waren hier immer noch so ein paar Sachen, die waren nicht, da waren da so Platzhalter, ne, angezeigt. Und das ist jetzt halt auch alles übersetzt. Die Verwaltungsstände hatten wir. Mauer bauen, öffentliche Gebäude bauen und die Ausbauzonen einzeichnen. Also man sieht schon, ne, da wurde also auch an der GUI ein bisschen gearbeitet. Das kennen wir hier, Geschwindigkeitserhöhen, verringern und so weiter. Hier haben wir die Hilfe nach wie vor, Grenzen des Territoriums immer anzeigen, Zoneneinteilungen immer anzeigen, Anzeige, Beliebtheit, Produktivität. Ja, Arbeitsplatzliste und Dorfbewohnerliste, das ist alles bekannt. So, gut, alles so weit wie gehabt. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann tut sich erstmal nichts, weil hier ist noch nichts. Keine Aufträge, hier ne, auch ne, Protokoll, klar. Warnungen, Dringlichkeit, hi, alles ist gut. Das kennen wir doch, das war hier oben immer so ein Teil, das konnte man da anklicken. Und System, ja, weiß ich noch nicht, gut. Das ist verschiebbar. Das ist frei verschiebbar, das finde ich sehr schön. Dann kann man das, wenn man auch abschalten, kann man es wohl nicht. Aber man kann es irgendwie frei verschieben, das ist ja dann auch schon mal weg. So. Guck mal, da ist er weg. Da ist er weg. So, ja. Mr. Nandos, das Spielkind. Gut, ich würde sagen, wir machen mal langsam ernst. Wir müssen Land kaufen. Allzu viele Möglichkeiten haben wir nicht. Hier gibt es Steine, hier gibt es Holz. Hier haben wir... Oha. Also, ne, hier, man sieht es auch schon. Also, gut, das ist diese Talgeschichte. Die hatten wir bis jetzt, oder die hatte ich bis jetzt, glaube ich, noch nie in meinen Let's Plays verwendet. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob das so eine typische Talgeschichten-Situation ist. So vom Design her hier, ne, wie sich das Ganze hier so optisch darstellt. Aber. Wie dem auch sei, es sieht recht nett aus. Gut. Wir könnten hier bauen. Hier hätten wir auch noch ein bisschen Wasser oder Zugang zu Wasser. Hier hätten wir auch Steine und Holz. Und ja. Gut, hier wäre auch Stein. Ich weiß nur nicht, ob das... mit diesem Stein hier vergleichbar ist, ja, wo man das also auch abbauen kann. Hier ist mir auch ein bisschen zu viel Holz, um da irgendwelche Dinge machen zu können. Hier hätten wir auch noch Bären. Das ist natürlich jetzt, da müssen wir jetzt aber gucken. Genau, wie sieht das denn jetzt hier mit Nahrung und so aus? Jetzt bin ich aber platt. Hier haben wir Bären und Holz, aber kein Stein. Okay. Das könnte unter Umständen jetzt Probleme aufwerfen. Jetzt bin ich ein bisschen, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, toll. Das Einzige, was ich... Boah, das wird echt nicht heftig. Wie will ich denn hier Landwirtschaft und so betreiben? Uiuiuiuiui, wie kriege ich denn hier meine Leute satt? Hier sind zwar Bären, aber die sind am Grenzgebiet und ich habe ja noch gar nichts. Der macht schon hier eine automatische Speicherung. Kann ich das erwerben?
Die hätte ich zumindest alles. Hier habe ich zwar hier dieses riesige Ding da im Weg. Diese natürliche Brücke. Dieser Hügel oder was auch immer das sein soll. Aber hier hätte ich dann wenigstens alles. Hier hätte ich Steine. Das hier richtig. Das habe ich jetzt gekauft. Na gut. Ich wollte es einfach nur anklicken. Mir das angucken. Also, ich gehe mal davon aus, dass das ganz normale Steine sind. Hier habe ich Bären. Hier habe ich diesen riesen Klotz. Das ist super. Und ich habe ein bisschen Holz. Ball. Nandos, hast du wieder klasse gemacht. Gut, ein bisschen Wasser haben wir auch. Nur keine Fische, die sind hier. Ja, super. Okay, es hilft ja nichts. Gut, gekauft habe ich es gerade. Bauen. Dorf. Ach, ich muss ein Dorf. Ja, Dorfzentrum muss man ja auch noch bauen. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wo setze ich das Dorfzentrum hin? Am besten auf dem Hügel hier. Eine ungünstige Position. Ja, das glaube ich ungesehen. Dorfzentrum. Das ist natürlich jetzt ganz klasse. Moment. Also Fische sind da. Das heißt, ich würde uns auch so landtechnisch mit den Bäumen und so, ich würde mich vielleicht so langsam so in diese Richtung dann ausweiten wollen. Erst einmal. Wobei, hier, da sind auch Fische und da ist auch nochmal Happa Happa in Form von Bären. Ja, keine Ahnung. Ich setze das Dorfzentrum mal hier so hin. So. Baubeginn. Jetzt ist natürlich hier das Ding ein bisschen im Weg. Werkstatt des Baumeisters ist jetzt verfügbar. Baumeister haben jetzt eine Werkstatt. Ich weiß im Augenblick nicht so richtig, worauf ich mich hier einlasse. Das Spiel läuft. Auch jetzt erst. Ah ja. Auftrag abgeschlossen. Bau ein Dorfzentrum. Das werde ich gut. Ja. Werkstatt des Baumeisters ist jetzt verfügbar. Werkstatt des Baumeisters? Werkstatt des Baumeisters. Baumeister können hier zugewiesen werden, um an den Baustellen rund um die Siedlung zu arbeiten. Sind das nicht diese kleinen Gebäude gewesen, die man immer gesehen hat, wenn die beispielsweise eine Wohnung irgendwo hochgezogen haben, irgendwie, oder vertue ich mich da gerade? Jetzt kann man das bauen, oder muss es bauen? Werkstatt des Bau... Ihr habt sich aber einiges getan. Holla, die Waldfee. Jetzt ist die Frage, wo setze ich denn das Moped jetzt hin? Die sind sogar ausbaufähig. Wenn man da an dem Knubbel sieht. Da ist auch nochmal so ein Knubbel. Ich muss da ein bisschen näher ran, weil hier gibt es bestimmt doch so was wie einen Eingang. Wer ist denn da? Wo setze ich denn das da jetzt hin? Also hier wäre gut. Hier wäre theoretisch Holz. Da wäre auch theoretisch... Direkt so ans Wasser will ich es nicht setzen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt hier vollkommen überfordert. Ja, überfordert vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ein bisschen überrumpelt. Sagen wir es mal so. Ich setze das einfach mal hier so hin. So. Baut eine neue Zone. Abbau ist verfügbar. Hey, 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 jetzt geht's aber ab. So, Holzfällerlager, Sammlerhütte, Speicher, Brunnen, Steinbruch. Nicht so schnell, ich bin nicht schnell. Also hier sind also Dinge verfügbar geworden, die wir jetzt bauen können. Das war ja vorher so nicht. Einen neuen Baumeister zureißen. Ja genau, das müssen wir ja auch noch machen. So, ich habe hier ganz viele arbeitslose Leute. Am Anfang ist das ja immer so. Dann würde ich sagen, Claude, du wirst Baumeister. So, ich brauche Leute für Nahrung. Ich brauche jemanden, der sich um das Holz kümmert. Ich brauche jemanden für den Marktstand. Platziere ein Holzfällerlager. Ja, ist ja gut. Meine, macht denn nicht so einen Stress hier? Müssen wir erstmal wieder gucken. Das ist ja hier komplett neu für mich. So, in dieser Variante. So, egal. Nicht rummeckern, bauen. Holzfällerlager. Mein Holzfällerlager. Zwei Zugänge. Dann würde ich das Holzfällerlager. Moment, wo ist das mit dem Holz? Ist alles hier. Dann setzen wir das Holzfällerlager einfach mal hier so rein. Warte mal so.
so mittig. Einfach mal so mittig hier rein. So, zack, bumm. Bau beginnen. So, dann brauche ich auf jeden Fall eine Sammlerhütte. Da hilft nichts. Die Sammlerhütte. Die würde ich dann hier so hinsetzen wollen erstmal. Oh, da wird Stein abgebaut. Ja gut, das ist ja egal. Dann kommt hier erstmal so die Sammlerhütte hin. Baumkinn. Bräuchte eigentlich noch einen zweiten Baumeister oder eine Baumeisterin, je nachdem. So, also Holz sammeln. Dann Markt für Nahrungsmittel verkaufen. Stein. Wir müssen die Hölzer in Bretter umbauen. Ich brauche wenigstens noch einen Träger. Zweiter Baumeister sehe ich so im Augenblick noch nicht. Oder komm ich? Ich gehe das Risiko mal ein. So. Zweiten Baumeister. Das macht Marie. Maria vielmehr. So, ich gehe mal kurz hier hin. Spiel speichern. Das Überschreiben eines normalen Spielstands verhindert das Öffnen eines normalen. Ich will hier nichts überschreiben. Achso, ja, genau. Wir müssen ja auch noch der ganzen Geschichte ihren Namen geben und so, ne? Das ist. Ja, New ist fast richtig. Neuzackendorf. Neuzackendorf. So. Wo war das denn jetzt nochmal gleich? Irgendwo konnte ich hier. Ne, das ist die Warenliste, da werde ich nicht glücklich mit werden. Irgendwo war doch hier die Möglichkeit. Da, genau. Neuzackendorf. Das sind jetzt die neuen Bewohner von Neuzackendorf. Wo war das? Ja, dann ist alles mal in Ordnung. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön, schön, schön. Ja, eigentlich gar nicht. Ja, so, das seht ihr gar nicht. Ich bin mit meinem. Ich mache mich mal ganz kurz unsichtbar. Tschüss. Ne, also hier, jetzt seht ihr das. Das konntet ihr vorhin nicht sehen. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, Preview-Build. Ja, das ist jetzt hier also, ne. Alpha in der Alpha. Tach, da bin ich wieder. So. Ich glaube, das ist gerade was fertiggestellt worden. Kann das sein? Das kann man wahrscheinlich abrufen. Aufträge. Einen neuen Holzfäller zuweisen. Das mache ich doch direkt. So, dann machen wir das so, wie wir das gewohnt sind. Häkchen. Ein freien arbeitslosen Philipp. So, eigentlich bräuchte ich drei, aber wir müssen hier erstmal klein anfangen. Noch habe ich nicht genügend Leute für solche Aktionen. Achso, und der muss natürlich wissen, wo er was abbauen kann. Das ist natürlich alles so geblieben. Abbau. So, du kannst dich hier austoben, mein lieber Philipp. Ja, hier mit Holz und so, ne, schwierig. Da müsste ich wahrscheinlich auch relativ früh dann schon mit einem Förster oder einer Försterin, je nachdem, anfangen. Auftrag abgeschlossen, Abbauzone 1. So schnell bin ich. Der hat das gar noch gar nicht gerafft, dass ich das machen muss. Da habe ich schon gemacht. So bin ich Vollprofi. Gewöhnt euch das nicht. So. Okay. Gut, die ersten Bäumchen werden und so gefällt. Dann habe ich hier meine Sammelhütte. Und auch, oh ja, jetzt hat er den Haken. Oh, ich habe sogar den Haken drin gelassen. Das ist ja mal. Das macht erstmal der Walter. So, dann müssen die Leute ja auch, ne, was irgendwie zu verknuspern haben. Augenblickchen mal. Ich brauche noch ganz andere Dinge. Ich brauche nämlich erstmal hier so was wie einen Brunnen. Den würde ich dann erstmal hier einen hinsetzen wollen. Und einen zweiten Brunnen. Kann ich auch noch in der Situation bauen. Den setze ich dann mal da so hin. So, aber zwei Bohnen am Start.
Wir benötigen einen Speicher für Nahrung. Ja, oder später brauchen wir so etwas sowieso. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen viel auf einmal. Aber hilft ja nichts. Zugang zum Speicher wäre hier so gegeben. Dann setze ich hier erstmal so oder so. Ja. Glaube ich egal, oder ich mache das eben so. Nur so eine Sache. Ich glaube, ich mache das so. Genau. Das macht noch den meisten Sinn. Möglichst nah am Brunnen ran. Und Speicher. So, so. Wir brauchen zum Glück nur Holz. Und ein Lager wäre auch nicht schlecht. Ich weiß, das ist ein bisschen viel auf einmal, was ich hier so mache, aber wir müssen ja eine entsprechende Infrastruktur aufbauen. Moment mal, Werkzeug, Holz für das Lager. Sammeln wir Speicher. Oh, ich habe noch gar keinen. Ich habe noch gar keine andere Möglichkeit. Ja gut, dann so. Sägewerk. Ein Sägewerk wäre nicht schlecht. Forsthaus, wie gesagt, ist eine Option. Aber die sollen erstmal das machen, weil ich da jetzt einen Auftrag gegeben habe. Nicht zu viel auf einmal. Und die Steinchen, die muss ich ja da auch noch bauen. Ich hoffe, ich habe hier keinen Fehler gemacht. Ich hoffe, das sind tatsächlich Steine. Nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Mir war doch irgendwo die Möglichkeit. Beliebter Produktivität. Wohngebiet, Fruchtbarkeit. Aha. Da gab es noch diesen dritten Button, der ist hier auf einmal weg. Da konnte man nach Erzen und so gucken. Aber da gibt es ja jetzt diese Geschichte mit den Geologen und hier diesen, ne, diesen komischen Riesendingern hier. Und da kann man dann gucken, ob es da irgendwelche Erze gibt. Eieiei, aber so weit bin ich noch nicht. So, produziert Bären. Sammler konnte keine zu... Achso, ja, das sollte man dann vielleicht auch entsprechend markieren. Ist da schon einer? Da ist schon einer da, genau. Aber ich habe das noch nicht markiert. Ich bin der Profi schlechthin. So. Punk. Da kannst du nicht etwas proben, mein lieber Sammler. So. Dann auch Sammlerhütte. Das ist ganz gut, dass man hier das entsprechend so nachvollziehen kann. Da haben sie sich was Nettes einfallen lassen. So. Aufpack abgeschlossen. Bären produzieren. System ist immer noch nichts. Warte mal hier. Aktionen. Okay. Ressourcen einlagern. 100 Goldmünzen. Ja, ich bin dabei, hier irgendwas einzulagern. Also ich bin, oder vielmehr, ich habe keine Steine. Ich hab's gewusst, er braucht Steine. Mir sagt ja keiner was. Ja. Wahrscheinlich habe ich auch fehlende Ressourcen. Wahrscheinlich habe ich auch keine Steine. Also so, weil selber auf Reserve. Das heißt, wir brauchen einen Steinbruch. Wir brauchen einen Steinbruch. So, in der Hoffnung. Jetzt mal dahin. In der Hoffnung, dass da hier aus wirklich hier auch eine entsprechende Stein abgebaut werden kann und das nicht irgendwas anderes ist. Kann eigentlich nur Stein sein. Setzen wir hier diesen Steinbruch hin. So. Aha, Moment, kann man das, also hier die Brunnen, das ist ja schon mal nicht schlecht, die zeigen halt an, ne, welchen Bereich die abdecken. Das ist nicht übel. Kann man das denn auch wieder ausblenden? Zoneneinstellung immer anzeigen. Das ist die Geschichte. Grenzen, Territorium ist was anderes, das ist diese Geschichte. Das beliebte Produktion, Arbeitsplatzliste, Dorfbewohner. Haushalt, Handel habe ich noch nicht. Territorium. Das ist die Geschichte.
Militärverwaltungsstände. Diese Sachen. Ist ja ganz nett, aber ich jetzt ganz gerne abschaltbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ne, zum einmal gucken oder, ne, oder überhaupt zum Gucken, so, ne, ist denn alles gut? Kann man das machen? Auf jeden Fall. Aber so dauernd stört mich das ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ist das jetzt nur, weil die noch nicht gebaut sind? Das wird sein. Genau, die sind ja noch nicht fertig. Und solange die nicht fertig sind, dann macht das auch Sinn. Dann finde ich das sogar so jetzt sehr gut. Weil, ne, jetzt sieht man nämlich so, ne, wie weit muss ich denn, oder habe ich da jetzt eine Überschneidung oder und so weiter und so fort. Das ist dann gar nicht mal so verkehrt. Ich nehme alles zurück. Es ist, ja, gut, habe ich jetzt im Momentchen nicht so richtig nachgedacht. So, okay. Es wird eifrig gebaut. Ja, Sackendorf wächst umgedreht. Oh Mann, ja, das war echt ein Hammer. Das war echt ein Hammer. Ich guck's mal. Neuzackendorf. So, läuft. Das war echt ein Hammer, dass das nicht geklappt hat. Ich muss mal ganz kurz mal gucken. Aufnahme und so weiter läuft. Zeit läuft. Erste Folge für diese. Ja, ist auch schon wieder fast rum. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Ganz einfach. Ich habe das erstmal hier vor, das so als Zwischenschmankel zu machen, weil ich ja so jetzt erstmal keine andere Möglichkeit hatte. Weil erst hatte ich überlegt, irgendwie komplett neues Let's Play oder irgendwas vorzustellen. So in diese Richtung was zu machen, Problem. Das hätte mich jetzt komplett unvorbereitet getroffen. Jetzt hätte ich irgendwas aus dem Hut zaubern müssen, was ich nicht rauszaubern kann, weil ich im Augenblick nichts anderes habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte Probleme gegeben ohne Ende. Und komm, Barbara, du haust den Stein. In der Hoffnung, dass das noch Steine sind. Wie gesagt, also das hätte nicht funktioniert. Ja, also da hätte ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das wäre eine reinste Katastrophe gewesen. Alles andere, wie gesagt, hier für Foundation, so Infrastruktur hier bei mir, für Aufnahme und so weiter und so fort, das steht alles. Also war die Überlegung halt, entweder es ausfallen zu lassen. Oder aber ich sag, komm, ne, frisch, fröhlich, frei. Ich mach mal hier mit dem Revue-Bild, fange ich mal an. Und erst hatte ich noch die Hoffnung, ja, vielleicht kannst du ja den Spielstand laden. Aber wie gesagt, das war mir mehr oder weniger klar. Nur, wie gesagt, man hat ja natürlich immer die Hoffnung, dass irgendwas dann doch noch funktioniert. Die Barbara haut den Stein, ich mach die Barbara. Dass irgendwie da in der Richtung Dinge machbar sind oder so. Ich muss ganz kurz was gucken. Okay. Nee, egal. Ich wollte schon mal was, wie hier so. Maximal 3. Ah, interessant. So, okay. Ja, wie gesagt, also wo war ich jetzt? Also wie gesagt, das ist jetzt erstmal so ein Zwischenstand. Beziehungsweise so ein Lückenfüller, nicht Zwischenstand, das wäre Unsinn. So ein Lückenbüßer. Und ich guck mal, ob die alte Version, also die 1.5er, irgendwann wieder läuft. Dann würde ich da ansetzen. Ja, das heißt also, da wo ich das so vorhatte mit Zackendorf, ist gerettet und so weiter. Da würde ich dann ansetzen und weitermachen. So lange wie es geht. Wenn die 1.6 Version dann irgendwann offiziell wird, dann, ja, dann könnte man ja dann hier, ne, weitermachen oder so. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch nochmal komplett neu anfangen. Schwierig. Vielleicht würde ich dann auch das erst einmal das Let's Play unterbrechen. Also die zweite Staffel offiziell dann beenden. Und sage ich, gut, jetzt kommt erstmal wieder was komplett anderes. Entweder ein anderes Let's Play oder irgendeine Vorstellungsgeschichte. Und etwas später würde ich dann hier dann mit einer dritten Staffel wieder einsteigen. Das wäre auch eine Überlegung. Also ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Es hängt jetzt alles daran, ob jetzt irgendwann halt die 1.5er wieder funktioniert oder nicht. Und so lange mache ich jetzt erstmal hier so einen Reinschnupperkurs. Und ja, so lange wie es halt irgendwie läuft. Und danach müssen wir weiter gucken. Ja, also jetzt ist erstmal. Ja.
alles auf Anfang, unter etwas anderen Voraussetzungen, wie man hier so sieht, so halt. Ne? Und gut, was hat er denn jetzt? Hat er irgendwelche? Nö, Aktion hat er keine. Bau einen Speicher. Und ja, da bin ich dabei. Träger und so weiter, genau. Und der muss Bären sammeln. Das war auch mein Plan. Du bist echt fit. Wir sind d'accord. Wir sind, ja, wir ziehen sozusagen einen Strang hier. Ist der fertig? Nö, da fehlen noch zwei Steinchen. Dann hat er es aber. So, gut. Wie sieht er denn hier aus? Habe ich hier nur Bäume oder ist der Kollege hier schon fertig? Naja, noch nicht so ganz. Nur irgendwann sollte ich mal mit über ein Kloster nachdenken. Forsthaus, genau. Bauen können wir es ja schon mal, also können wir es in Auftrag geben. Da wäre der Eingang. Weil ich würde jetzt hier ungern ohne irgendwelche Bäume da stehen, so auf lange Sicht gesehen. Insofern hier mal erstmal so bevor mal ein Holzgewerbe hochziehen. Ich weiß, da fehlt jetzt noch die Säge, das Sägewerk. Das kommt auch noch. Aber erstmal sind hier andere Dinge wichtig. Gut, ja, was ist mit den. Was macht denn. Ach, der braucht Steine und Holz dafür. Alle klar. Ja, logisch, dass der da nichts baut. So. Was ist hier mit ihm? Ein Stein. Ein Stein, der fehlt noch. Der muss da noch ran. Ja, Barbara tut ihr Möglichstes. Barbara ist hier. Hält der Arbeit. Ganz böse. Ja. So, Speicher ist fertig, das ist gut. Dann ungenutzt. Das ist da hat sich was getan. Also sie haben geschraubt. Man kann es ihnen nicht absprechen. Da wurde eifrig gemacht und getan und hin und her und gut. Jetzt haben wir einen Speicher. So, oh, die sind aber voll am Nöckeln. Ja klar, die haben noch nichts zu essen, nichts zu trinken. Klar, da sind die am Nöckeln. Ich brauche unbedingt erstmal jetzt einen Markt, damit die Leute hier nicht des Hungers irgendwann sterben. Sieht aber komisch aus. Ja, das würde ich mal sagen. Markt, wir haben da Leute, wir haben hier Leute. Ja, ist ja schon so ein bisschen Weg. Dann würde ich sagen, ich mache den Markt, den mache ich dann mal hier so hin. So, und zwar Lebensmittelstand. Ja, logisch, ist auch das Einzige, was ich jetzt hier im Augenblick sinnigerweise bauen kann. Da werden jetzt auch die Zugänge angezeigt, das finde ich auch interessant. Das war, glaube ich, vorher so nicht, ne? Also zumindest irgendwie hinten waren da keine Pfeile, meine ich, mich entsinnen zu können. So. Blaues Zelt, nö. Lebensmittelstand, komm hier, du kriegst. Moment, da gehe ich aber ein bisschen näher ran, damit ich was sehe. Und ihr auch. Tastatur, und hast du nicht gesehen? Ich sehe schon was ganz anderes, nämlich die Folge ist eigentlich schon wieder rum. So. Dann viel mehr Gedingse will ich jetzt erstmal nicht machen. Bau beginnen. So, das soll es dann auch gewesen sein. Für diese Folge. Ja, 35 Minuten im Augenblick aktuell. Alles funktioniert. Keine Abstürze zu vermelden. Foundation läuft. Mit der 1.5er ist keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hoffe, die kriegen das irgendwie hin, dass das nochmal, ein Update irgendwie nachgeschoben wird oder so für die 1.5er. Denn sonst werden wir Zackendorf nie wiedersehen. Und alles weiter muss man dann abwarten. Gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge innerhalb der jetzt noch zu überstehenden Aufnahmerunde für Foundation. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt den Tag.